Hallo, in diesem Video erkläre ich dir auf einfache Weise alles rund um den p-Wert. Wir starten mit der Frage, was ist der p-Wert? Kommen dann zu der Frage, wie interpretiere ich den p-Wert und was ist der Unterschied zwischen dem p-Wert und dem Signifikanzniveau? Und zum Schluss zeige ich dir, wie du den p-Wert für verschiedene Hypothesentests ganz einfach online mit DataTab ausrechnen kannst. Um den p-Wert zu verstehen, schauen wir uns zunächst einmal folgendes Beispiel an. In diesem Beispiel möchten wir untersuchen, ob es in der Grundgesamtheit einen Unterschied in dem Einkommen von Frauen und Männern gibt. Unsere Nullhypothese ist, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Gehalt von Männern und Frauen in der Grundgesamtheit. Also, wir gehen davon aus erstmal, dass es in der Grundgesamtheit keinen Unterschied zwischen dem Einkommen zwischen Frauen und Männern gibt. Auf der einen Seite haben wir also unsere Grundgesamtheit. Da es aber nicht möglich ist, die ganze Grundgesamtheit zu fragen, ziehen wir von dieser Grundgesamtheit eine Stichprobe. Nun ist es natürlich klar, beziehungsweise sehr wahrscheinlich, dass es in der Stichprobe zu einem Unterschied zwischen dem Gehalt von Männern und Frauen kommt. Also, obwohl es in der Grundgesamtheit eigentlich keinen Unterschied gibt, wird es sicherlich in der Stichprobe zwischen dem Gehalt von Frauen und Männern zumindest einen kleinen Unterschied geben. Zum Beispiel könnte rauskommen, dass es in der Stichprobe zwischen dem Gehalt zwischen Frauen und Männern einen Unterschied von 50 Euro gibt oder von 150 Euro oder dass es in der Stichprobe zwischen dem Gehalt von Frauen und Männern einen Unterschied von 250 Euro gibt. Aber wir gehen nach wie vor davon aus, dass es in der Grundgesamtheit keinen Unterschied gibt. Also, unsere Annahme ist, in der Grundgesamtheit gibt es keinen Unterschied im Gehalt zwischen Frauen und Männern. So, und damit kommen wir jetzt zum p-Wert. Der p-Wert sagt uns, wie wahrscheinlich es ist, eine Stichprobe zu ziehen, in der sich das Gehalt von Männern und Frauen um mehr als 50 Euro unterscheidet, obwohl es in der Grundgesamtheit eigentlich keinen Unterschied gibt. Oder wie wahrscheinlich es ist, eine Stichprobe zu ziehen, in der sich das Gehalt von Männern und Frauen um mehr als 150 Euro unterscheidet, obwohl es in der Grundgesamtheit eigentlich keinen Unterschied gibt. Und das letzte Beispiel, wie wahrscheinlich ist es, eine Stichprobe zu ziehen, in der sich das Gehalt von Männern und Frauen um mehr als 250 Euro unterscheidet, obwohl es in der Grundgesamtheit eigentlich keinen Unterschied gibt. Also nochmal. Wir gehen davon aus, dass es in der Grundgesamt keinen Unterschied gibt. Der p-Wert sagt uns jetzt, wie wahrscheinlich es ist, dass wir eine Stichprobe ziehen, in der zum Beispiel das Gehalt um 250 Euro auseinanderliegt zwischen Männern und Frauen, obwohl es in der Grundgesamtheit eigentlich keinen Unterschied gibt. Sagen wir haben nun DataTab verwendet und DataTab hat uns ausgerechnet, dass bei einem Unterschied von 250 Euro der p-Wert zum Beispiel 0,04 ist. Was würde das zum Beispiel bedeuten? Ist der p-Wert bei einem Gehaltsunterschied von 250 Euro zum Beispiel 0,04, ist es nur zu 4% wahrscheinlich, eine Stichprobe zu ziehen, in der ein Unterschied von 250 Euro oder mehr vorliegt, wenn es in der Grundgesamtheit eigentlich keinen Unterschied zwischen dem Gehalt gibt. Es ist nur zu 4% wahrscheinlich, dass wir eine Stichprobe ziehen, in der das Gehalt von Männern und Frauen sich mehr als 250 Euro unterscheidet. Wenn der p-Wert jetzt natürlich sehr gering ist, kann man natürlich fragen, okay, ist überhaupt die Nullhypothese wahr? Also ist es überhaupt der Fall, dass es in der Grundgesamtheit keinen Unterschied gibt? Oder gibt es vielleicht doch einen Unterschied in der Grundgesamtheit? Und damit kommen wir nun zur Frage, ab wann ist es unwahrscheinlich genug, dass die Nullhypothese abgelehnt werden kann? Also, ab wann wird die Nullhypothese verworfen? Hierfür wird das sogenannte Signifikanzniveau, auch Alpha-Niveau, eingeführt. Wichtig ist, dass das Signifikanzniveau immer vor der Untersuchung festgelegt wird und nicht nachträglich geändert werden darf, um dann doch noch die gewünschten Aussagen zu erhalten. Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu gewährleisten, liegt das Signifikanzniveau meistens bei 5% oder bei 1%. Bei einem Alpha von kleiner als 1% spricht man von hochsignifikant, vom Alpha kleiner als 0,5 spricht man von signifikant. Alles
Was größer als 5% ist, wird als nicht signifikant angesehen. Also, wenn wir einen p-Wert haben, der kleiner als 5% ist, würden wir die Nullhypothese verwerfen. Was bedeutet das nun? Im Endeffekt, sollte die Nullhypothese wahr sein, kommt es in 5% aller Fällen vor, dass wir mehr als den definierten Bereich abweichen. Also im Endeffekt machen wir damit zu 5% einen Fehler, wenn wir die Nullhypothese verwerfen, weil sie könnte eben doch noch korrekt sein. So, kommen wir damit noch einmal zur Definition von dem p-Wert. Der p-Wert gibt an, die Wahrscheinlichkeit von dem beobachteten Ergebnis plus noch extremere Ergebnisse, wenn die Nullhypothese wahr ist. Wenn wir uns das nochmal an unserem Beispiel anschauen, wenn die Nullhypothese wahr ist, heißt, wir gehen davon aus, dass es in der Grundgesamtheit keinen Unterschied im Gehalt gibt. Jetzt gibt uns der p-Wert an, wie wahrscheinlich es ist, dass wir eine Stichprobe ziehen und in dieser Stichprobe der Gehaltsunterschied 250 Euro oder mehr zwischen Frauen und Männern ist, obwohl in der Grundgesamtheit eigentlich kein Unterschied vorliegt. So, und nun würde ich euch gerne noch einmal zeigen, wie ihr mit DataTab für verschiedene Hypothesentests den p-Wert online berechnen könnt. Hierfür besucht ihr bitte datatab.de und klickt dann auf Statistikrechner. In diese Tabelle könnt ihr dann eure eigenen Daten hineinkopieren. Vorher müsst ihr zunächst die Tabelle leeren und könnt dann eure eigenen Daten hineinkopieren. Für unseren Fall verwende ich einfach das Beispiel. Wenn wir den Beispielfall von eben nachrechnen möchten, möchten wir das Einkommen und das Geschlecht vergleichen. Wo kann ich überhaupt einen Hypothesentest berechnen? Im Endeffekt ist es natürlich dieser Reiter, T-Test, Q-Quadrat-Test und ANOVA. Dann kann man noch Korrelation und Regression ausrechnen. Für unseren Fall klicke ich auf T-Test, Q-Quadrat-Test und ANOVA, klicke dann das Einkommen an, die Variable Einkommen und dann die Variable Geschlecht. Und nun wird mir automatisch der unabhängige T-Test berechnet. Hier kann ich oben das Signifikanzniveau eingeben, was in unserem Fall einfach bei 0,05 ist. Wenn ich dann nach unten scrolle, sehe ich hier in der Tabelle den p-Wert zweiseitig. Hier kann ich ablesen, für den Fall kommt 0,09 bzw. 0,082 raus für den p-Wert, je nachdem, ob ich von Varianz Gleichheit oder Ungleichheit voraussetze, dazu aber in einem weiteren Video mehr. Was heißt das im Endeffekt? In diesem Fall beträgt der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen 650 Euro. Es ist jetzt zu 8,2% wahrscheinlich, dass wenn es in der Grundgesamtheit keinen Unterschied gibt, wir eine Stichprobe ziehen, in der das Gehalt mehr als 650 Euro auseinanderliegt. Da der p-Wert größer als 0,05 ist, wird in diesem Fall die Nullhypothese nicht verworfen, sondern sie wird beibehalten. Jetzt könnten wir auch genauso noch andere Hypothesentests berechnen, zum Beispiel die Korrelationsanalyse. Wir können uns anschauen, gibt es eine Korrelation zwischen dem Alter und dem Gewicht. Nun scrollen wir einfach nach unten und wir sehen hier die Werte für die Korrelation. Im Endeffekt sehen wir hier, dass das Alter und das Gewicht mit 0,24 korreliert. Dieser Zusammenhang ist aber nicht signifikant, da wir einen p-Wert von 0,45 haben, also von 45%. Wichtig ist zu beachten, sehr oft steht Sigma zweiseitig anstelle von p-Wert da. Daher immer, wenn ihr irgendwo in der Tabelle Sigma seht, das ist gleichzusetzen mit dem p-Wert. So, ich hoffe, das Video hat euch gepasst und bis zum nächsten Mal.